Was ist das für eine Scheiße? Wow. Fucking Knopf rausgefallen. Das wird echt scheiße. Mystery Boxen. Also wenn ihr diesen Begriff hört, dann denkt ihr doch bestimmt an sowas hier. Oder sowas. Oder auch sowas. Nicht wahr? Nun, ich habe mir mal für viel zu viel Geld welche bestellt. Und was bei mir ankam, das ist einfach nur für den Arsch. Hey, ihr beim Ampelspiel immer sterbenden Keksausstecher. Ich weiß, Mystery Boxen sind jetzt nichts Neues. Vor geraumer Zeit haben sich mit Mystery Scam die einschlägigen Ami-YouTuber eine Penisverlängerung bezahlt. Aber es hat sich was getan. Denn Mystery Boxen gibt es nun auch in den einschlägigen China-Schrottshops oder auch einfach bei Amazon zu kaufen. Naja, und da konnte ich nicht anders, als einfach mal zu gucken, was man für sein Geld so bekommt. Also ich habe mir die billigste Mystery Box besorgt, für sage und schreibe 1 Euro. Dann eine so dazwischen für etwa 80 Euro. Und die teuerste, die ich finden konnte, für verfickte 500 Euro. Warum tue ich das? Ich bin echt ein dummer Mensch. Und es ist auch schön, was mit absolut hochpreisigen und maximal hochwertigen Dingen geworben wird auf diesen scheiß Vorschaubildern. Man beachte dabei auch den vertrauensvoll erweckenden Namen. Liv Liang Shili Shikui Shiwa Biwa Shawa Hang. AKA, ich bin mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen. Aber es gab scheinbar auch mal intelligentere Individuen da draußen, die versucht haben, den scheinbaren potenziellen Scheiß auch wieder zurückzuschicken. Und was haben sich die Mystery Box Anbieter wohl dagegen einfallen lassen? Sowas hier. Also sinngemäß, das hier ist ein Abenteuer. Es geht darum, nicht zu wissen, was ihr bekommt. Entweder ihr seid mit dem, was ihr kriegt, zufrieden, oder wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann stelle ich eure komplette Adresse mit Foto online und mach mich über euch lustig. Wow. Das ist echt desperate, was da mittlerweile abgeht. Nur um Kohle zu machen, beziehungsweise zu behalten. Oh Gott! Jesus fucking Christ. Okay, dann legen wir also mal los mit der ersten Mystery Box für 1 Euro. Fuck. Keine Box, sondern so ein scheißlappiger Umschlag. Ich konnte es witzigerweise, als es bei mir ankam, auch nicht zuordnen. Bis mir dann einfiel, ach scheiße, das muss ja die Mystery Box sein. Also, Box. Also scheinbar einfach nur ein random Artikel aus irgendeinem China-Schrottlager. Oh nein. What the fuck? Das ist die 1 Euro Mystery Box. Wow. Also für meine Hände sowieso viel zu klein. Deswegen bin ich mittlerweile wirklich ein Fan von vertikalen Mäusen geworden. No shit. Man hat uns Lager geguckt und sich gefragt, was haben wir noch so für Techniken aus von vor ein paar Dekaden rumliegen? Und zack, ist daraus diese Maus entstanden. Oh boy. Hoffen wir mal, dass es für 80 Euro mehr gibt. Okay, fuck! Auch hier das gleiche Problem. Es kam halt ein paar Wochen später an, ich konnte es nicht zuordnen, hab reingeguckt und dachte mir, oh fuck, das ist schon wieder eine Mystery Box. Bluetooth-Speaker von Yayuzi. Truly wireless in-ear headphones und Smartwatch. Würde man die Teile jetzt schon einzeln bei Arsch Express kaufen, kämen wir in Leben nicht auf 80 Euro. Aber who the fuck cares? Hauptsache Dinge, ne? Erinnert mich ein bisschen an die Lautsprecher, wo da so Wasser drin ist. God. Okay, mal anmachen. Warum denn zum ficken Windows-Sound da drin beim Anmachen? Ach, zumindest verbunden. Also lass mal gucken. Oh Gott. Extrem scharfe Höhen. Bei einer gewissen Lautstärke, dann scheppert das nur noch. Und was ist das für eine Scheiße? Feel the cheapness. Wie kann sowas eigentlich immer nichts wiegen? Das könnte ich auf einem Schamhaar balancieren. Okay, wow. Oh mein Gott, ist das... Aber ich muss. Alles für die Wissenschaft. Geil. So, wir sehen hier Y30 verbunden. Dann lass mal reinhören. Der fällt ständig ab. Scheiße, Mann. Oh, nee. Das ist schon wieder so ein Sound wie Flugzeugkopfhörer. Diese kostenlosen Kackdinger, falls man so dumm war und seine eigenen Kopfhörer vergessen hat. Oh, bis hierhin sind die 80 Euro auf jeden Fall schon mal für den Arsch investiert. Immer das gleiche Ja, und dann haben wir noch das Ding hier, Smartwatch X8. Warum? Warum? Kreativ. Okay. Genau. Wow, das Armband passt ja überhaupt nicht. Eine entscheidende Sache fehlt, und zwar, guck mal. Oh, das Armband ist überhaupt nicht fest. Jesus Christ. Oh, es ist schon rausgefallen. Der fucking Knopf rausgefallen. Machen wir es ohne. Also.
Eine Mischung aus Apple Watch und wie hießen die Dinger damals? Pebble oder so? Reden die auch? Natürlich nicht. Ein Mini-Widget-Center, was ist das? Kann man direkt in die Einstellung. Tut sich hier was, wenn man hier dreht? Nein. Oh, aber wenn man drückt, oh, dann kommt man in das... Wow. Wow. Das ist flüssig. Wow. Der Knopf geht jetzt schon nicht mehr? Inkonsistente Scheiße. Boah, ist das eine Kacke. Ah. Was für verschwendete Ressourcen. Okay, bevor wir uns also der 500-Euro-Box widmen, lass uns doch mal kurz ein Auspack-Erfolgserlebnis haben, okay? Denn das heutige Video wird nämlich von Ubisoft unterstützt. Passend zum heutigen Thema habe ich von denen nämlich eine Box bekommen zu Far Cry 6. Aber nicht irgendeine Box, sondern die Collectors Edition, die es auch nur online im Ubisoft Online Store zu kaufen gibt. Tostador. Oder auf Deutsch übersetzt Toaster. Riecht ganz geil. Was müssen wir da machen? Also was haben wir da? Far Cry 6 Selected Game Soundtrack. Auf einer echten CD. Wobei eine Kassette wäre eigentlich noch stylischer gewesen. Mm. Steelbook. Für euer Game nach Wahl. Also das heißt PlayStation bzw. Xbox. Und in meinem Falle wäre es dann Xbox. Und darunter? Oh, eine Map. Auf der einen Seite sowas wie ein Poster bzw. eine Grußkarte. Und auf der anderen Seite die Gebietskarte. Was sind noch Aufkleber? Eine Ananasgranate. Geil. Und? Chorizo. Ist das nicht eigentlich eine Wurst? Oh, und er ist gehbehindert. Wie süß. Sehr detailliert aber. Also kein China-Schrott. Was haben wir noch? Libertad Guerrilla. Oh. Oh, das riecht geil. Das ist nicht nur ein schön anzusehendes, sondern auch ein schön riechendes Artbook. Und? Oh. Die Bauanleitung für den Toaster. Besteht aus Laubbläser, Zapfhahn von Zapfsäulen, ein Tank und Kartusche von Kindergeburtstagskuchenanzündern. Oh mein fucking Gott. Scheiße, das ist ja richtig hochwertig. Okay, das ist geil detailliert. Look at that. Das ist ja richtig geil. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, warum Cosplay für manche richtig geil sein kann. Lass uns mal probieren. So. Nice. Das fühlt sich richtig geil an. Guck mal. Schade eigentlich, dass er nicht echt ist. Aber er sieht schon fucking awesome aus. Also gönnt euch das Ding, solange es noch vorrätig ist. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Okay, jetzt also zum Grand Finale. Mystery Box für 500 Euro. Also eher in Plastik eingewickelte, kleinere Boxen. Und das war's. Ich glaube, das wird echt scheiße. Ja. Auf geht's. Ein Thermometer. Das ist so ein Ding, was sich Muttis sonst in die Küche stellen. Es ist schon direkt nach dem Auspacken im Arsch. Okay. Recharging Flashlight. Wahnsinn. Drück mal. Einmal drauf und es leuchtet. Nochmal drauf und es leuchtet weniger. Und nochmal drauf und es blinkt. Ja, das war's. Und sonst kann man das auch als Powerbank benutzen. Wow. Was haben wir noch? Oh, eine Maus! Eine aufwendige Verpackung für so einen billigen Scheiß. Das, so eine hohle, leere, billige... Das, Alter, das kann doch nicht wahr sein, Typ. In einer 500-Euro-Box! Der immer gleiche Fake. Imports 12 Simple. Black, Blue, Grey, White. Was ist das für eine... Was ist das für eine... Muss ich eigentlich nichts zu erzählen. Guckt einfach Videos, die ich schon zu solchen Dingern gemacht habe. Da, jetzt verlinkt. So, weiter. Oh, noch eine Smartwatch. Large Screen Heart Rate Bracelet. Color Screen Fitness Tracker User Manual. Sport Heart Rate Waterproof Smartwatch. Es ist alles die gleiche Scheiße. Jedes Mal. Was... Was? Worcester, enjoy music, enjoy life. Natürlich wieder mit TWS, Double Wireless Chorus, Karaoke Wireless Microphone Speaker. Oh boy. Karaoke Treasure Instructions. Fühlt sich an wie ein Sexspielzeug. An. The Bluetooth device is ready to pair. Ich hab's gefunden. Finally, der TikTok, der Meme-Sound. Oh. Hallo. Hallo. Und würde das Ding nicht so stinken, weil man es da so dicht am Mund, im Gesicht, am Gesicht halten muss, dann wäre das vielleicht gar nicht so kacke. Okay, let's go. Hallo?
Oh, es gibt auch noch andere Effekte. Hier ist noch so eine Tür und da sind auch noch haufenweise Knöpfe und andere Dinge. Jetzt kann man hier seine Musik draufpacken und abspielen und ganz viel Spaß haben und bla. Also für all diejenigen, die Bock haben, ein Massagegerät die ganze Zeit vor der Nase zu haben, das aber dazu dient, mit der Stimme Dinge zu tun, die sind hiermit wahrscheinlich äußerst befriedigt. Was? Fucking lame. Geil, eine fucking Ladepeitsche. Kann ich jetzt einen Anschluss so richtig schön wieder überstrapazieren, indem ich drei Geräte, die richtig viel Power brauchen, gleichzeitig anschließe. 3D Creative Visualization Lamp. Wow, Wintermotiv. Nice, wie romantisch. Okay, noch eine tolle Bezeichnung. K07 Selfie Stick Integrated Tripod. Wow. Ist das alles ein billiges Plastik? Wisst ihr, das erinnert mich an Folgendes. Ich habe mir mal von der Zeit dieses Ding hier bei Amazon für so um den dicken Daumen 15 Euro besorgt. Und das ist qualitativ so ein awesome Gerät. Das ist richtig geil. Da knarzt nichts, da knackt nichts. Man kann es auch drehen und für andere Dinge benutzen. Und auch diese feinen Details im Vergleich hier schön gummiert, damit das Telefon auch heiler bleibt. Und das ist wirklich ein geiles Teil für brauchbares Geld. Aber das hier, das hat ja nichts davon. Was zum Fick? Wireless Charger. High-Speed Fast Wireless Charger. Fast ist das jetzt auch nicht. Oh, das ist kacke. Einfach so ein stinknormales Ladepad mit Plastik drumherum zum... Oh, Mann. Und das kam so in dieser speckigen Tasche. Oh, eine Drohne. Es wiegt nichts. Das ist schon wieder so ein Ding, was ich auf einem Schamhaar balancieren kann. Jesus fucking Christ. Oh, wow. Oh, Gott. Ich mach nichts. Das sind schon wieder diese Kackdrohnen, die von alleine nicht in einem Ort stehen bleiben können. Fuck. Multifunction Wireless Headset mit Hi-Fi Audio. Ja, bestimmt. Das riecht eklig. Also Kopfhörer, die man mit Kabelspeicherkarte und Bluetooth betreiben kann. Oh, was ist voll. Es soll ein Philips sein, aber es ist ein Forceps. Oh boy. Das ist doch so ein White-Label-Ding, oder? Manche sind da bestimmt Experte und würden sagen, ja, nein, vielleicht. Was haben wir noch? Oh. HomePod Mini. Schlecht draufgeklebt und schlecht ausgeschnitten. Vielleicht ein Screenshot aus dem Video gewesen oder so. Ihr Schmutzfinke. HomePod User Guide. Farblich funktioniert das schon mal nicht so ganz. Wow, was für eine Plastikkugel. Es wiegt nichts. Lass mal anstecken, mal gucken, was kommt. Was sollen immer diese komischen Retro-Sounds? Schaffen das auch wie die AirPods denn hier so ein Pop-up zu machen, so HomePod einrichten und sowas? Ne, scheinbar nicht. Alles, was in dieser Bedienungsanleitung steht, ist dann natürlich auch entsprechend Furz. Bluetooth anmachen. Und dann hat man nicht nur derbe den Disco-Flash, sondern kann auch in sehr, sehr durchschnittlicher Qualität jetzt schön aufdrehen und sich wundern, warum Musik eigentlich immer so scheiße klingt. Mann, der Sound ist noch dünner als bei diesem komischen, durchsichtigen Plastik-Kack-Ding vorhin. Jesus fucking Christ. Und das war's. Das war alles. Das war die ganze Box. Und? Was lernen wir daraus? Nun, meine Nase tut ziemlich weh und ich glaube, ich habe nach all den Dämpfen aus diesen unterschiedlichsten Kisten ziemlich sicher Nasenkrebs. Und ich habe nun die bittere Erkenntnis, dass ich jede Menge Geld für einen Haufen Beschiss rausgeworfen habe, damit ihr es nicht mehr machen müsst. Denn selbst wenn wir die ranzigsten Kackprodukte aus der 500-Euro-Mystery-Box bei den teuersten Anbietern zusammenkaufen würden, dann würden wir so einen dicken Daumen vielleicht bei 200 Euro landen. Und selbst wenn man dann all die Dinge beisammen hat, dann kann man damit auch nur bedingt etwas anfangen, weil die Qualität mindestens scheiße ist und teilweise auch schon direkt nach dem Auspacken auseinanderfällt. Wenn ihr also irgendwo Mystery-Boxen seht, dann lasst die Finger davon! Bei sowas gibt's keine Standards oder keine Kontrollen. Sowas gibt es nur, damit sich Menschen dort draußen, die mit eurer Gier nach vermeintlich geilen Dingen eine goldene Nase verdienen können. Oder weil manche Menschen irgendwo da draußen auf der Welt gar keine andere Möglichkeit haben, außer mit Scam Geld zu verdienen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Oh, oh boy.